Hallo YouTube, hallo Stefan, das wäre deine Videoantwort zu deiner Giveaway-Aktion, wo du die Aufgabe gestellt hast, dass wir dir und YouTube unsere Messersammlung vorstellen. Das werde ich auch gleich machen. Vorher möchte ich allerdings noch erwähnen, dass ich eigentlich feststehende Messer sammle, die allerdings größtenteils in Vitrinen liegen, in welchen auch private Fotos stehen. Und um diese Messer alle vorzustellen, das sind so ca. 70 Stück, müsste ich meine aufwendig dekorierten Vitrinen ausräumen, wozu ich momentan keine Zeit habe. Bei Interesse kann ich aber bei Gelegenheit mal ein Video über diese Messer machen. Jedenfalls habe ich mich dazu entschieden, in diesem Video in erster Linie meine Taschenmesser vorzustellen. Es kommen aber auch ein paar feststehende, keine Angst. Also meine volle Bürgermessertasche und meine Schweizer Taschenmesser. Viel Spaß beim Reinschauen. Gut, fangen wir mit den Schweizer Taschenmessern an. Mein kleinstes Modell ist ein gelbes Classic SD von Victorinox mit Nagelfeile und Schere. Das nächstgrößere ist das Excelsior in so einem dunklen Rot. Dieses Modell hat abgesehen von der Klinge keine weiteren Werkzeuge. Jetzt kommen zwei alte Victorinox Modelle. Ich würde sagen, das eine ist ein Spartan Modell. Bei dem anderen kann ich es nicht sagen. Vielleicht ein Recruit, aber gut, ohne die kleine Klinge. Ich habe beide neue Griffschalen montiert. Ursprünglich waren beide mal rot. Jetzt scheint das eine neu im Glanz und das andere ist schwarz. Das nächste Modell habe ich auch von meinem Opa geerbt. Das ist bestimmt schon über 30 Jahre alt. Ich kann euch nicht sagen, um welches Modell es sich handelt. Wenn es einer weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Vielleicht ein Vorgänger des Swiss Champ, allerdings dann ohne Zange und Schere. Die weißen Griffschalen sind nicht original. Das Messer war ursprünglich im regulären Victorinox Rot. Ach, ich habe mir erst neulich dieses Alox Pharma in der Farbe Mint gekauft. Zuerst wollte ich eigentlich das Pioneer in Orchideenviolett. Dann kam ich aber aufs Pharma und musste mich zwischen Petrolblau und Mint entscheiden. Und nach einigem Hin und Her wurde es dann das Mintfarbene. Das Messer habe ich von schweizermessershop.de. Da bekam ich eine kostenlose Klingegravur. Da habe ich mich dann für das Biohazard Logo entschieden. Also ich bin in erster Linie Sammler, Liebhaber, wenn man so will, und nicht der extreme User. Ich habe ein paar Messer, die ich fürs Gröbere nutze und im täglichen Einsatz als EDC trage, aber die meisten Messer in meiner Sammlung sehe ich wie ein schönes Gemälde an der Wand. Ich freue mich, dass ich sie habe. Manche sind in Vitrinen ausgestellt, andere auch nur in der Schublade oder im Schrank. Für mich ist es einfach toll, die Messer hin und wieder in die Hand zu nehmen, sie anzuschauen. Ich freue mich, wenn die Messer auch noch nach Jahren wie neu aussehen. Die meisten Modelle sind mir fürs grobe Benutzen einfach zu schade. Von vielen Messern meiner Sammlung gibt es von anderen unzählige Videos auf YouTube, wo sich diese Modelle bewährt haben. Ich muss meine Messer nicht beim Betonen, ich sage jetzt mal vergewaltigen, um zur Erkenntnis zu gelangen, was diese Messer imstande sind zu leisten. Das wurde schon von anderen zu Genüge getan. Eins meiner User, das ich oft dabei habe, ist dieses Modell, das Sentinel. Der Wächter von Victorinox aus der 111mm Reihe in schwarz mit verriegelbarer Klinge. Bei mir hat es sich in den letzten Jahren gezeigt, dass ich eigentlich für mein EDC nur eine scharfe Klinge benötige und auf weitere Werkzeuge größtenteils verzichten kann im regulären Alltag. Für diesen Anspruch ist dieses Modell genau richtig. Mit der großen Klinge kann man gut sein Essen zubereiten und gerade weil es keine weiteren Werkzeuge hat, ist es trotz seiner Größe ein fast unbemerkbarer Begleiter in der Hosentasche. Vor Jahren habe ich mal dieses Modell gekauft. Das war eine Aktion vom Waffenmagazin Visier und die haben in einer limitierten Auflage dieses Modell in Auftrag gegeben. Im Prinzip ist es das gleiche Modell wie das hier, ein Sentinel. Das ist das Logo von co2r.de, ein Forum für freie Waffen, welches zu Visier gehört. Visier ist noch nichts Besonderes, aber vor der Montage des Messers wurden die Klingen von einem Spezialisten professionell bruniert und dann für die Endmontage wieder zu Victorinox geschickt. Soweit ich weiß, wurde das vorher noch nie so gemacht. Und ich glaube, auch heute bekommt man kein Messer von Victorinox mit professionell brunierter Klinge. Ein weiteres Messer, das ich gerne als EDC-Messer führe, ist dieses Ranger Grip.
Die Nummer weiß ich jetzt nicht, aber die kriegt man raus. Das Modell hat im Prinzip auch nur eine große Klinge und einen Phillips-Schraubendreher. Mit dem Messer bin ich wirklich sehr zufrieden. Ein schönes Modell, sehr griffig, sehr wertig und trotz seiner Größe sehr sozial verträglich in der Öffentlichkeit. Das nächste Messer ist ein ähnliches Modell, allerdings von Wenger. Soweit ich weiß, heißt es Ranger Grip 155. Das ist das Modell mit den Serrations in der Klinge. Dieses Modell hat allerdings, abgesehen von der ebenfalls feststellbaren Klinge, ein paar Werkzeuge mehr als das eben gezeigte Victorinox. Das sind der Dosenöffner, der Flaschenöffner, Moment, und eine große Säge. Auch ein schönes Teil, welches meine Vitrine bisher nicht verlassen hat. Ein weiteres Messer, das ich mir erst neulich gekauft habe, ist das Handyman von Victorinox. Dieses Modell hat 24 Werkzeuge und ist in meinen Augen in dieser Größe die beste Wahl, abgesehen vom Craftsman, das aber leider nicht mehr erhältlich ist. Ursprünglich wollte ich mir das Swiss Champ zulegen, aber dieses Modell hat Werkzeuge, die ich so eigentlich nicht brauche, zum Beispiel die Feile oder die Lupe, dafür habe ich keine Verwendung. So ist das Handyman als abgespeckte Variante des Swiss Champ genau das richtige Werkzeug für mich. Das schönste Schweizer Messer in meiner Sammlung ist ein Rangerwood 55 von Victorinox. Dieses Modell ist aus der 130mm Serie und hat Griffschalen aus dunklem Nussbaumholz. Ein wirklich schönes Messer und für meinen Geschmack zum Benutzen zu schade. Das Ranger Wood hat abgesehen von der Größe die gleichen Werkzeuge wie das Ranger Grip Modell. So, das war jetzt der Großteil meiner Schweizer Messersammlung. Ich habe noch ein paar weitere Modelle, Werkzeugkasten im Auto und in meinen Rucksäcken, aber die schönsten Modelle habt ihr jetzt gesehen. Gut, jetzt kommen wir zu meiner Böker Messertasche. Dazu muss ich allerdings ein bisschen Platz schaffen. Jetzt geht es weiter mit meiner Böker Messertasche. Hier sind 12 meiner besseren Messer drin. Das erste Messer ist ein Polforce Alpha H3. Das ist noch das alte Modell mit der Klinge aus D2 Stahl. Das Messer wurde bisher einmal von Wolf Beuger nachgeschliffen und ist wirklich sauscharf. Dieses Messer ist relativ groß und liegt daher sehr gut in der Hand. Das zweite Messer aus meiner Bökertasche ist das Typhoon von Dendra. Dendra ist ein russisches Handelshaus und lässt die Messerdesigns von Timofey Antonovich von Lion Steel in Italien bauen. Wer Lion Steel kennt, weiß, dass deren Qualität über jeden Zweifel erhaben ist. Die Messer sind wirklich sehr hochwertig verarbeitet und werden rasierscharf ausgeliefert. Ein weiteres Modell in meiner Messertasche ist ein Kaiser, Modell KI 401B1. Das ist für meinen Geschmack eins meiner schönsten Taschenmesser. Sehr gut verarbeitet, sehr scharf und Titanfolder mit S35 VN Klinge. Das nächste Messer ist auch ein Kaiser, Modell KI 4412, ebenfalls ein Titanfolder mit S35 VN Klinge. Ein weiteres Kaisermesser in meiner Sammlung ist das Modell KI 4418. Die Klinge ist aus S35 VN, die Beschalung aus rot-schwarzem G10. Das nächste Messer ist aus dem Hause Lion Steel. Das Modell SR1 mit D2-Klinge und Rotoblock-System. Ein weiteres Dendra, Modell Tiger Jump mit Carbon-Griffschalen, Titan-Rückseite und einer massiven 5,5 mm dicken D2-Klinge. Jetzt kommt wieder ein Messer von Dendra,
das Modell Deer Hunter. Abgesehen von der Klingenform ist es in Bauart und Materialauswahl identisch mit dem zuvor gezeigten Typhoon. Also D2-Klinge und G10-Beschalung. Das nächste Messer in meiner Messertasche ist ein Modell von CAKT. Die genaue Modellbezeichnung lautet M16-14SF. Das Messer lässt sich durch die beidseitigen Flipper sehr gut öffnen. Mit Leichtigkeit auch beim Herausziehen aus der Hosen- oder Jackentasche. Das Messer ist robust gebaut, scharf und kann bauartbedingt auch beim Versagen des Leinelocks nicht zusammenklappen. Dieses Messer wäre für mich das optimale EDC, aber der Paragraph 42a verbietet das Tragen solcher Messer in der Öffentlichkeit. Das hier ist ein weiteres Messer von CAKT, das Modell 5470 Fossil. Dieses Messer ist mit Abstand eins meiner besten Flipper. Das nächste Messer in meiner Messertasche ist ein Modell von Zero Tolerance 0350 mit SpeedSafe-Mechanismus, also einem federunterstützten Öffnungsmechanismus. Man muss den Flipper nur leicht berühren, erledigt die Feder den Rest. Die Klinge ist aus S30V-Stahl, schwarze G10-Beschalung, die einen ordentlichen Grip hat. Mein nächstes Messer ist auch von Zero Tolerance, das habe ich erst gestern bekommen. Der Detent ist noch ziemlich steig, das muss ich erst einspielen. Das ist das Modell 0452 CF Carbon Fiber, also Kohlefasergriffschale und auf der Rückseite Titan mit Stonewash Finish. S35VN Klinge. Das Messer ist durch die Materialauswahl trotz seiner Gesamtlänge von knapp 24 cm sehr leicht. Das letzte Messer in meiner Messertasche ist auch eins meiner liebsten Folder. Das Modell TCSAR, das steht für Combat Search and Rescue Tool, aus der Kooperation von Buckknives und Tops Knives. Soweit ich weiß, wurde dieses Modell von Tops designt und von Buckknives produziert. Das Messer ist hochwertig verarbeitet, sehr robust, sehr scharf, es lässt sich sehr gut mit einer Hand öffnen und ist mit 244 Gramm kein Leichtgewicht. Die modifizierte Tando-Klinge misst 9 cm und ist aus 154 cm Stahl. Ein weiteres Taschenmesser in meiner Sammlung ist ein echtes Laguiole oder Laguiole aus Frankreich von der Marke Le Fidèle. Dieses Modell wurde auf Bestellung eines deutschen Händlers nach dessen Vorgaben hergestellt. Eine schöne Klingenverzierung. Ich habe gehört, dass jeder Messermacher in den französischen Traditionsschmieden sein eigenes individuelles Design hat, wie er die Rückenpartie und den Klingenrücken verziert. Und wer jetzt auf diesem Gebiet kundig ist, weiß, welcher Messermacher von Le Fidèle dieses Modell gebaut hat. Für meinen Geschmack ist dieses Laguiole mit seiner Klingenverzierung, der satinierten Klinge und dem dunklen Holz eins der schönsten Modelle, die ich bisher gesehen habe. Und wo wir gerade bei französischen Messern sind, hier habe ich noch zwei Opinel. Einmal ein Modell Nummer 9 und ein Modell Nummer 10. Die habe ich beide im Urlaub gekauft. Das Nummer 10 ist aus Carentan in der Normandie. Das Nummer 9 ist aus Antibes in Südfrankreich. Also das war jetzt der Großteil meiner sehenswerten Taschenmessersammlung. Ich habe natürlich noch ein paar mehr, auch ein paar Clones von bekannten Messern, aber das waren jetzt meine besten und schönsten Modelle, falls ich nicht doch noch irgendein Modell vergessen haben sollte.
Wie bereits erwähnt, sammle ich eigentlich hochwertige, feststehende Messer von den großen Marken wie Bike River, K-Bar, Topps, Cold Steel, Blackjack, Pole Force, Line Steel, Essie und FKMD, um mal ein paar Hersteller zu nennen. Ich habe ja den Eindruck, dass die deutschsprachige Messerszene mehr an Foldern als an feststehenden Messern interessiert ist, deshalb habe ich mich in diesem Video auf meine Taschenmesser konzentriert. Ein letztes Taschenmesser, das ich euch noch schnell zeigen möchte, habe ich erst neulich gekauft. Das ist ein Altenbach aus Solingen, nichts Besonderes, aber trotzdem ein schönes, tolles Teil. Wie am Anfang erwähnt, möchte ich euch in diesem Video trotzdem ein paar meiner feststehenden Messer zeigen. Eins meiner neueren Modelle ist das Bark River Vortex. Dieses Modell hat schwarze Mikata-Griffschalen, eine konvex geschliffene Klinge aus A2-Stahl und typisch für Bark River ist es sehr hochwertig verarbeitet und liegt gut in der Hand. Dieses Modell hat auch noch eine sehr coole Scheide, allerdings liegt mein Vortex nur in der Vitrine. Ein weiteres Bark River Messer in meiner Sammlung ist das Bark River Survivor. Das ist eins der größeren Messer von Bark River. Und zusammen mit dem Vortex eins meiner liebsten Modelle von Bark River. Mein größtes Messer von Bark River, oder ich glaube auch insgesamt, mal abgesehen von den Cold Steel, Bolo und Kukri Modellen, ist das Grasso Bolo 3, die größte Variante des Grasso Bolo. Hier im First Production Run in A2 statt 5160 Stahl und schwarzer statt der regulären braunen Scheide. Obwohl ich viele tolle und auch scharfe Messer in meiner Sammlung habe, ist dieses Riesenteil seltsamerweise auch mit Abstand das schärfste. Ein Riesenklopper mit 12 Zoll Klinge. Das sind über 30 cm Klingenlänge. Ein weiteres Fixed-Messer aus meiner Sammlung ist das Topps Tex Creek XL. Die Klinge ist aus 1095 Carbonstahl. Die Schneide hat eine höhere Rockwell-Härte als die restliche Klinge. Das sieht man an der unterschiedlichen Färbung der Klinge. Als feststehendes EDC habe ich dieses Modell schon oft getragen. Das ist das Topps Rocky Mountain Spike, ebenfalls aus 1095 Kohlenstoffstahl. Sehr scharf, 9 cm Klinge mit einer Serration-Partie am Anfang. Und es ist trotz der Klingenstärke von knapp 5 mm, dadurch, dass es keine Griffschalen hat, kaum spürbar am Gürtel oder in der Hosentasche. Ein weiteres Fixblade aus meiner Sammlung ist das Tag Ops 8 von Blackjack. Das ist das größte Modell aus der Tag Ops Reihe und wurde von Bark River gefertigt. First Production Run, Full Tang. Aus 1095 Kohlenstoffstahl und grüner G10 Beschalung. Die letzten beiden feststehenden Messer, die ich euch aus meiner Sammlung zeigen möchte, sind auch meine beiden liebsten User, wenn es mal wieder etwas gröber zugeht. Zum einen ist das STS-5 von Bark River. Die Klinge ist ebenfalls Full Tang, konvex geschliffen, 154 cm Stahl, schwarze Mikada Beschalung und 6,8 mm Klingenstärke. Das wird nur noch von meinem Cold Steel Trailmaster übertroffen. Und zu guter Letzt das Essie Junglas oder Junglas. Das Messer hat ein paar optische Kampfspuren in der Beschichtung. Die Klinge ist aber gereinigt und rasierscharf nachgeschliffen. 1095 Kohlenstoffstahl, knapp 27 cm Klingenlänge, Full Tang. Das ist wohl eins der besten Outdoor-Messer, das ich je in meiner Sammlung hatte. Ein Wahnsinnsteil. Wie gesagt, das ist einer meiner User, wenn wir Lagerfeuer machen, grillen oder für Arbeiten im Garten. Es macht immer Spaß, mit hochwertigem Werkzeug zu arbeiten. Ich glaube, ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich jetzt sage, eins war mir nicht genug. Hier noch ein nagelneues für die Vitrine oder D-Day. So, das soll es jetzt soweit gewesen sein mit meinem Video über meine Messersammlung.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, vor allem dir, Stefan. Ich habe deine GIF-Reaktion als Anlass genommen, auch mal ein Video über meine Messer zu machen. Das ist mein erstes moderiertes Video auf YouTube, also seid bitte ein bisschen nachsichtig bei eurer Bewertung. Ich habe mir zuvor ein paar Notizen aufgeschrieben und versucht, als Baden-Württemberger, so gut es geht, Hochdeutsch zu sprechen. Über einen netten Kommentar oder einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Falls Interesse an meinen anderen Feststellenmessern bestehen sollte, kann ich ja bei Gelegenheit einen zweiten Teil über meine Messersammlung drehen. Gut, dann sage ich danke fürs Reinschauen, abonnieren nicht vergessen.